Ja, das haben Sie erkannt von Gabriel Fauré, die berühmte Pavane. Jetzt kommt ein Stück, das ist so ein bisschen... Muss ich mal doch... Ich liebe dieses Mikrofon. Das hat irgendwie ein bisschen Standprobleme, aber wir kriegen es hin. Ja, also Programmmusik, Smetana, großer Komponist, hat einen Fluss vertont, nämlich die Moldau. Und man kann sich das im Original so richtig schön vorstellen, wie das so passiert, so ein kleiner Fluss, der irgendwo entspringt und sich dann durch die Landschaft oder so philosophisch durch das Leben, vielleicht durch einen einzelnen Tag oder durch das ganze Universum oder wie auch immer hinfortbewegt, so wie wir alle ein Leben führen, das irgendwo beginnt und man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Manche Wege scheinen vorgezeichnet, andere dann eben nicht. Dann gibt es große Stürme oder große, keine Ahnung, Katastrophen auf dem Wasser oder es fließt ganz ruhig dahin, ein steter Strom und dann irgendwo als mächtiger Fluss irgendwo ins Meer zu fließen oder in irgendeinen schönen See oder irgendwo vielleicht versiegt es auch in einen kleinen Rinnsal. Naja, so wie das Leben halt spielt und ich habe das ein bisschen umarrangiert und es ist jedes Mal auch ein bisschen anders, wie wir das spielen. Keine Ahnung, wie der Fluss heute läuft, aber wir probieren es mal. Die Moldau, viel Vergnügen. Thank you.
So, jetzt stellen Sie sich vor, Johannes Brahms, großartiger Komponist, trifft Carlos Santana. Und wir sind dabei und spielen das jetzt für Sie. Viel Vergnügen.